Herzlich willkommen zu Löwenblau, der Podcast über den TSV 1860 München mit Markus Osama Neumann. Herzlich willkommen, Markus, schön, dass du dabei bist. Wuhu, ja, freut mich auch. Und noch mit einem weiteren Gast, man kennt ihn von 1860-news.de. Ich hoffe, das war richtig. Herzlich willkommen, Roman, schön, dass du dabei bist. Hallo, servus. Ja, das war richtig. Sehr gut. Ja, um meiner Wenigkeit Nils Tapan. Ich freue mich drauf, mit euch über die letzte Woche zu sprechen. Es gab ja kein Spiel, also kein Ligaspiel, sondern nur ein Spiel im Toto-Pokal gegen Memmingen, das wir mit 1-0 gewonnen haben. Heißt für uns ein bisschen Zeit, so ein bisschen nach vorne zu schauen. Was steht in den nächsten Wochen an? Was gibt es Neues? Aber auch vielleicht so ein erstes Fazit zu ziehen nach den ersten Spielen der dritten Liga. Wo stehen wir? Wie sind wir in die Saison reingekommen? Wie machen sich die einzelnen Spieler? Also heute ein bisschen mehr Platz, um ja, die Folgen außen, also der Saison ein bisschen außenrum zu besprechen. Ich freue mich drauf, lasst uns einfach starten. Also wie gesagt, Toto-Pokal haben wir gewonnen gegen Memmingen. Ja, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, sagt man bei uns. Heißt sehr spät in der Nachspielzeit durch Herbert Paul das Ding gedreht. Habt ihr das Spiel gesehen? Ist nicht übertragen worden, oder? Vielleicht warst du ja in Memmingen. Nee, ich war nicht in Memmingen. War der Robert in Memmingen, ist die Frage. Ich war leider auch nicht in Memmingen. Was seid ihr denn für Fans? ja, ich war im Urlaub. Fans im Geiste, schon sehr lange, ja. Naja, ich merk's. Aber im Gedanken immer dabei gewesen beim Spiel. Genau. Was gibt's eigentlich für den Toto-Pokal jetzt mal so finanziell? Weiß das irgendjemand? Ehre, Ruhm und... weiß ich nicht. Toto-Pokal-Preisgeld. Also ich weiß, dass es bei uns in Rheinland-Pfalz gibt es für den Rheinland-Pokal, gibt es für das Liga-Team knapp 100.000. Okay. Und das zweite Team, der Zweitplatzierte knapp 40.000. Also das Siegerteam beim Toto-Pokal kriegt in Bayern 5.000 und dann wird es halt relativ runtergestaffelt. 5.000 also für das Siegerteam. Wirklich 5.000? Nur 5.000, ja. Das lohnt sich ja richtig. Krass. Ja, deswegen hat der Birovka, glaube ich, auch so aufgestellt, wie er aufgestellt hat. Ne? Also in der Spielaufstellung, da war irgendwie die Motivation nicht drin zu lesen, dass man unbedingt gewinnen will, sondern es halt eher so als Testspiel sieht fast schon. Ne? Und naja, es hat noch funktioniert, weil man dann noch ein Herbert Paul und ein Grimaldi eingewechselt hat, ja, die dann doch noch mal ein bisschen Schwung reingebracht haben und knapp mal 1-0-Sieg, aber na. Warte mal, hier sind die Preisgelder, ja. Siegerfinale 5.000, Verliererfinale 2.000. Ist echt krass wenig, eigentlich, wenn man sich bedenkt. Aber gut, wo soll das Geld auch herkommen? Von riesigen Sponsoren, die Regionalliga fördern wollen oder sonst was? Ja, aber wie gesagt, bei uns in Rheinland-Pfalz ist es wirklich so, also 100.000 kriegt der Sieger. Ich meine sogar einen Tick mehr, 115 oder irgendwie sowas. Hm? Ja, die Frage ist ja, von wem das dann unterstützt wird. Vielleicht haben die vielleicht beim DFB oder beim Fußballverband oben drüber halt mehr Druck gemacht und angefragt, wir müssen das attraktiver machen, das muss mehr was sein, das muss sowas wirklich Cooles sein und dann geht's, ja, aber so. Ne? Also vielleicht ist es auch bei uns. Der Pokal ist ein bisschen eigenständig, weil ich habe nämlich bei der dritten Liga auch einen Landespokal Bayern irgendwo gelesen, der auf auf kicker.de, meine ich, zum Beispiel auch angegeben ist. Ne? Aber der Toto-Pokal ist da nirgendwo aufgeführt. Also ich glaube, ich muss mich dahingehend korrigieren, dass es bei uns so ist, dass halt die vom DFB das Geld kommt, aufgrund Einzug DFB-Pokal. Also dass der Rheinland-Pokal per se bei uns dann auch, keine Ahnung, 10, 15 oder sowas bringt und dann halt der Einzug in DFB-Pokal, der bringt dann halt... Genau, der Finalist, der kriegt dann die Teilnahme am DFB-Pokalrunde, dann ist er in der Regel im Amateurtopf und da kriegt er Antrittsgeld 100.000 aufwärts. Das variiert ja von Jahr zu Jahr. Und darüber hinaus hat er natürlich halt auch die Heimspieleinnahmen. Die werden dann mit dem gegnerischen Verein geteilt. Und beim Toto-Pokal verdient man natürlich auch noch Zuschauereinnahmen diesbezüglich. Aber das wird jetzt auch nicht allzu viel sein, wenn da 5.000, 6.000 kommen.
Na, ich habe mich geirrt, es ist doch der Landespokal, der da auch beim Kicker, der BFB, der Toto-Pokal, der da auch beim Kicker aufgeführt ist. Aber das ist nicht aktuell gehalten, also wird da auch kein Wert darauf gelegt, ziemlich. Aber ich finde den eigentlich einen interessanten Pokal, muss ich sagen, weil wenn der ein bisschen mehr promotet werden würde, dann wäre das echt so ein bisschen Highlights von was man sonst nicht sieht irgendwie. Ne? Oh, ich finde, ich werde mich jetzt unbeliebt machen, aber ich finde es Turbo langweilig. Du findest das vielleicht noch langweilig, aber ich glaube, ab Viertelfinale wird es jetzt auch interessanter, weil jetzt kann er auch tendenziell 60 auf Unterhaching treffen, Würzburg. Ja, genau. Und das wären dann schon interessantere Duelle. Ja, aber wenn ich jetzt die Auswahl habe, so eine Toto-Pokal, Viertelfinale oder in eine Pizzeria gehen, fällt meine Entscheidung natürlich immer auf Fußball gucken, aber ich würde auf jeden Fall mal drüber nachdenken, zumindest, ob ich nicht vielleicht noch eine Pizza bestelle. Aber das ist ein anderes Thema. Meine Essgewohnheiten sollen hier heute kein Thema sein. Sprechen wir über ein paar Dinge, die so passiert sind in den letzten Tagen. Zum Beispiel, was gibt's Neues zu Sascha Mölders? Der hatte ja so ein bisschen Blessuren. Wir erinnern uns an das letzte Spiel gegen Cottbus, wo er die letzten Minuten ja gehumpelt ist. Seine Verletzung ist dann doch wieder ein bisschen aufgebrochen, hat auch, glaube ich, einen Schlag aufs Knie bekommen. Jetzt scheint er doch weiter auszufallen. Nicht wirklich schön für unseren Sturm. Ja, wobei der auch wieder jetzt im Training heute war. Also da gab es jetzt auch wieder vom Verein Entwarnung und der hat zumindest jetzt auch wieder eine Laufeinheit absolviert gehabt. So, jetzt müssen wir natürlich unseren Zuhörern noch erklären, dass wir hier so ein kleines Sheet haben, wo immer so die Sachen drinstehen, dass der Markus uns schön vorbereitet. Und da steht, Sascha Mölders wird diese Woche nicht trainieren. Ja, ich denke mal, da geht es ja nur ums Mannschaftstraining an sich, weil Lauftraining ist ja ein Unterschied, ne? Also der Bierhoffka, was er gesagt hat, war eigentlich nur, dass er halt in der Woche nicht im Mannschaftstraining mittrainieren wird und wahrscheinlich dann in der Woche auch nicht spielen. Laufen kann er von mir aus, ne? Wenn er das noch kann mit seinem Knie. Also das Schöne ist, ja, beide. Wird schon älter. Ja. Aber ich glaube einfach, die Grundaussage von der Diskussion ist einfach, dass er, glaube ich, nächste Woche nicht spielen können wird, ne? Meinst du? Glaube ich, ja. Also, weiß nicht, hast du noch aktuellere Informationen, Roman? Eigentlich nur, dass er heute wieder am Training teilgenommen hat. Inwiefern das jetzt war, ob das Lauftraining war oder Mannschaftstraining, sei halt dahingestellt. Aber lass mal uns überraschen. Also, Dani Birovka wird schon wissen, wann er mit Mölders rechnen kann und wann nicht. Und dann müssen wir halt da einfach mal gucken. Genau. Ja, ich denke, das wird dann auch entschieden werden, wie das dann läuft. Aber ist ja wurscht. Mhm. Soll es sich vielleicht doch lieber mal auskurieren. Was ich gelesen habe, ist es so eine Verletzung, wenn du halt immer noch ein paar Mal draufklopfst, ja, dann wird es halt immer schlimmer und tut mehr weh. Und es muss halt irgendwie einfach mal in Ruhe gelassen werden für ein, zwei Wochen oder sowas. Und dann wird es wahrscheinlich besser werden. Ne? Aber gut, das werden die schon wissen. Die medizinische Abteilung und der Trainer und die ganze Mannschaft. Genau. Also hoffen wir darauf, dass er nicht wieder wie beim letzten Spiel eingewechselt wird und dann nur noch stehen kann aufgrund von Schmerzen. Dann würde er der Mannschaft wieder einen Bärendienst erweisen. Und das ist jetzt die Überleitung. Was für ein Knaller. Bärendienst zu Oliver Bär. Der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Seines Zeichens Co-Trainer unserer lieben Löwen hat seinen Vertrag verlängert. Da gibt es mit Sicherheit in Fankreisen und auch hier bei Löwenblau Jubelstürme, denn er scheint wirklich einen ganz guten Job zu machen. Ruhe, ich hab da was getrunken, soll ich was sagen? Da gibt es ein kleines Alkoholproblem. Mit der Löwenblau-Familie. Himbeersaft. Himbeersaft? Ich wusste nicht, dass Männer sowas trinken dürfen. Ja, doch, dürfen sie. Wir haben da so einen Sirup, ne, den hier rumstehen bei uns. Ist ja wurscht. Ich denke, Bär wird wahrscheinlich im Hintergrund einen ganz guten, beruhigenden Job sozial mit den Spielern sein und alles Mögliche. Ich glaube, der macht schon eine gute Sache. Ich meine, was willst du jetzt irgendwie drüber sagen? Weißt du vielleicht Insider-Infos über Roman Bär, Roman? Du meinst Oliver Bär. Ah, Oliver. Ja, Roman Bär, weil du... Ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe noch Antibiotika in meiner Kreislauf. Ja, der Himbeersaft, der schlägt. Ja, der Himbeersaft, ja. Mit Schuss. Ja, Daniel Birovka und jetzt wollte ich auch fast Roman Bär sagen, Oliver Bär.
scheinen ja relativ gut miteinander zu können. Und das war ja auch der explizite Wunsch von Daniel Birovka, dass der Vertrag von dem Co-Trainer verlängert wird, an die Laufzeit auch angepasst wird von Daniel Birovka. Und ich finde, wenn die beiden miteinander können, warum nicht? Also scheint ja relativ gut zu laufen. Daniel Birovka ist ja hin und wieder auch bei seinen Fußballlehrgängen in Hennef und währenddessen wird er natürlich durch seinen Trainerstab vertreten. Und ja, da müssen wir halt einfach mal gucken. Obwohl Oliver Bern natürlich alles eingeschlagen hat, um eine Karriere bei 1860 zu vermeiden. Also wenn du bei Bayern München Spieler warst, dann in Ingolstadt und Augsburg Co-Trainer, dann wird es eigentlich dünn mit einer Karriere bei den Blauen. Und dann noch bei Schweinfurt, ja. Ach ja, bei Schweinfurt auch, ja. Als Spieler, ne? Ja. Genau, als Spieler. Der hat, glaube ich, sogar zweite Liga gespielt dann. Ist eigentlich direkt eine Bankrotterklärung, ist ein Offenbarungseid, den man ablegen kann in Löwenkreisen. Aber er hat sich durch gute Arbeit hochgearbeitet und nicht nur von mir, sondern wahrscheinlich von vielen anderen auch hochgeschätzt, wobei ihm das auch vollkommen egal sein kann, was ich denke, weil er hat einen Vertrag bis 2021, da juckt es ihn wahrscheinlich überhaupt nicht, was ich dazu sagen würde. Aber, lieber Oliver, falls du uns hörst, wir sind sehr froh. Ja, was gibt's sonst Neues? Wiesentrikot gibt's wieder ein schönes. Das macht uns ja in der ganzen Welt bekannt. Ja, also ich finde die nicht immer so toll. Ne? Also die Hosen im Lederhosenformat, es ist halt schon schwer, guter, ja. Aber ja, mein Gott, muss halt sein. Ist irgendwie ganz lustig. Ja, aber musst du ja mit meinem strammen Körper musst du dir ja die vorstellen, weißt du? Dann macht das, macht das ja was her. Ja, gibt's auch nicht viel zu sagen. Ach, wusstet ihr eigentlich, habt ihr das mal mitbekommen mit Snoop Dogg, dass der mal ein Konzert gegeben hat und im Löwentrikot gespielt hat? Also, ja, also Musik gespielt, ja, das hat er tatsächlich mal gemacht, aber ich glaube, das macht er auch mit mehreren Vereinen. Ja, der ist irgendwie so, keine Ahnung, Barcelona, so wird er wahrscheinlich auch, er ist ein bisschen Sportfan. Diese Zusatzinfo hättest du auch weglassen können. Ach, natürlich ist er ist nur 60-Fan, er betet und sagt, er schaut sich die Spieler an, Snoop Dogg, unser Meisterfan, unser bester Fan, weiß auch nicht. Snoop Dogg und Double Okay, Lorenz Knöferl, den haben wir noch, ist ein Jugendspieler, der jetzt eingeladen worden ist zur Nationalmannschaft. Der Name ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber fußballerisch scheint er was drauf zu haben. Aber bayerisch, Knöferl heißt er. Ja, ist er 50 Jahre alt und ist jetzt in der U16-Nationalmannschaft, wird schon gefeiert, hat bei verschiedenen, habe ich in so einem Artikel gelesen, bei verschiedenen Turnieren schon Spieler des Turniers gewonnen. Ne? Und ja, kommt wieder was nach aus der Jugend anscheinend. Ne? Schauen wir mal. Ja, aber es ist ja so, immer wenn man denkt, das Tafelsilber ist weg, tut sich irgendwie eine neue Silberquelle auf einmal auf im Löwenumfeld. Also das ist eine, wie sagt man, unversiegbare Quelle an Talenten, die 60 da produziert. Ja, wir haben eine absolute Talentschmiede, das muss man auch ganz klar sagen. Und der Ruf ist da und die haben nach wie vor 3 Sterne, obwohl jetzt in der nur 4. Liga waren, haben ja immer wieder dann Talente hier Fuß gefasst. Zu Beginn der Saison hatten wir ja auch noch 1-2 Spieler gehabt mit dem Jakob und dem, der jetzt nach Freiburg gegangen ist. Den Namen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Wer war denn das? Ah, ich weiß auch nicht mehr. So. Weißt du es, Roman? Nein, ich weiß. Nee. Ich schaue mal schnell nach. Nicht. Ich schaue auch nach, wer es zuerst hat. Come on. Okay, dann rede ich einfach. Ja, red. Ja, ich finde es halt, ich meine, die meisten Spieler werden sich wahrscheinlich so verschiedene Lebensläufe von erfolgreichen Bundesligaspielern auch anschauen. Ne? Und da geht der Weg eigentlich generell sehr oft, glaube ich, über die 2. Liga oder aus einem guten Erstliga-Jugendclub. Wie vielleicht Schalke so zum Beispiel, die haben ja auch, glaube ich, schon eine gute Nachwuchsarbeit, wo auch mal wer in die erste hochgezogen wird tatsächlich, ne? Aber die leihen auch sehr viel aus dann nach unten oder man kann seine Karriere dann auch in der 2. Liga anfangen, indem man zu einem Verein dort wechselt. Das machen viele Spiele, Hoffenheim geht da, glaube ich, auch in die Richtung, aber du warst ja halt einfach bei 60, da wirst du, denke ich, einfach so wirklich konfrontiert mit was, wo, wenn du da durchkommst,
dann wirst du guter Spieler, kommt es mir so vor. Also wenn du die Feuertaufe da quasi durchlebt hast. Ja, die Feuertaufe, auch von dem medialen Umfeld und alles, dass die ganze Zeit geschimpft wird über dich und der kann nichts oder sonst was und dann hochgefeiert, tief gefallen, so wie mit Kapitän Julian Weigel und dann war da auf einmal der Sündenbock irgendwo. Obwohl natürlich der erste Fehler an sich überhaupt war, ihn Kapitän zu machen. Aber das Thema hatten wir ja auch schon mal. Genau. Ja, aber ich glaube, wenn du es bei 60 schaffst, dann schaffst du es auch überall. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein kleiner, kleine Sache, was hervorsteht, glaube ich, wenn man sich so das anschaut, wie die ganzen Jugendakademien funktionieren oder sonst was. Ja, ich weiß auch nicht. So, ich habe nichts. Ich weiß nicht, wer es ist. Lino Tempelmann war es. Ah, ja, genau, Lino Tempelmann. Ja, das war schade. Der hat in den ersten Spielen echt ganz gut gespielt. Ne? So ein paar wackelige Streams waren ja auch bei Regionalliga am Anfang, wo er reingekommen ist, hat mir richtig gut gefallen. Schade, echt. Wäre so ein Sechser für die Zukunft gewesen. Ja, definitiv. Und zumal der noch damals A-Jugend berechtigt war, dann hat natürlich für SC Freiburg angeklopft gehabt und der wollte seinen Vertrag nicht verlängern und dann hieß es ja gut, dann mach mal lieber jetzt weg für Geld und dann ist noch der Mannschaft geholfen und ja. 200.000 haben wir bekommen. Mhm, 200.000 waren es genau und wahrscheinlich noch ein paar Prämienstaffelungen, ja, schätze ich mal. Ja, und Beteiligung irgendwie noch am Weiterverkauf. Ja, denke ich auch, wobei der stagniert jetzt auch ein wenig in seiner Entwicklung, der ist jetzt aktuell verletzt, hat ich meine, letztes Sohn nur in der A-Jugend gespielt gehabt, ein paar Spiele in der vierten Liga gehabt, also naja, müssen wir mal gucken. Wäre mal geblieben. Ja, aber da war halt gerade so eine unsichere Zeit. Ich meine, früher konntest du halt einfach in der Regionalliga, Top-Niveau Regionalliga spielen, also ganz vorne mit der 60-Jugend oder der zweiten Mannschaft, meine ich dann ja am Ende. Und heute ist es halt erste Mannschaft oder halt irgendwo im, ja, in der, ist es Bayernliga dann, gell? Bayernliga, ja, ja, fünfte Liga. In der fünften Liga und da ist dann, glaube ich, das Spielniveau, um sich richtig gut zu entwickeln als Jugendspieler, schon schwieriger. Ne? Also da war früher so zweite Liga und vierte Liga Spitze, entweder das oder das als junger Spieler, da hast du dich, glaube ich, trotzdem gut entwickelt. Ne? Ja, da müssen wir vielleicht gute... auch wieder hin. Ne? Ja. Genau. Aber wir sind ja jetzt aktuell auf einem relativ guten Weg und jetzt müssen wir halt einfach nach vorne blicken. Kann jetzt eigentlich die, wenn ich das mal durchfragen kann, die Jugendmannschaft in die Regionalliga aufsteigen? Du meinst die zweite Mannschaft von 60? Also ja, die zweite Mannschaft, die U21 sozusagen. Nee, da muss immer eine Mannschaft. Ist es denn, oder? Ich weiß gar nicht. Ja. Das ist etwas komisch. Also von der zweiten Bundesliga, also wenn du Zweitligist bist, darfst du eine Mannschaft in der vierten Liga haben. Wenn du Drittligist bist, darfst du keine Mannschaft in der vierten Liga haben, warum auch immer. Also, ich verstehe die Regelung. Nee, du meinst, wirklich. Zwei darfst du drei haben, aber bei drei nicht vier, oder was? Nee. Also, im Prinzip ist es so, als 60 Zweitligist war, hatten sie ja quasi in der Regionalliga die zweite Mannschaft. Genau. Das war legitim. Als 60 dann abgestiegen ist, war auch klar, dass die zweite Mannschaft absteigt, unabhängig, dass 60 jetzt doppelt abgestiegen ist. Wenn jetzt 60 in der dritten Liga bleibt und die zweite Mannschaft aufsteigen würde in die Regionalliga, dann darf sie nicht aufsteigen. Okay. Naja, gut, eine Regelung. Irgendwie ist es logisch, weil ich meine, du hast dann vielleicht viel zu viel Aufwand mit den Mannschaften, die einfach absteigen würden und dann muss die zweite Mannschaft auch wieder absteigen. Weil es irgendwie dann beide in der dritten Liga wären oder sonst was. Ne? Das muss man, glaube ich, schon irgendwie steuern. Ne? Und wenn es dann halt erstmal so gedacht ist, dass man nicht eine Liga unter der Hauptmannschaft ist, dann kann die Hauptmannschaft halt absteigen und es wäre kein Problem in dem Moment, dass jetzt auf einmal zwei Mannschaften in der Liga wären. Also vielleicht wird das Problem halt dann einfach viel zu oft vorkommen, meine ich. Ne? Ja. Nee, aber das Problem ist halt, wenn du in der zweiten Liga bist und von der zweiten Liga in die dritte Liga abstellst und deine zweite Mannschaft in der dritten Liga spielt, hast du ja das gleiche Szenario. Also, Moment, darf dann von dem Zweitligisten eine zweite Mannschaft in der dritten Liga spielen? Ja. Mhm. Ah, das habe ich nicht mitbekommen. Okay, das ist komisch. Ja, das ist in der Tat komisch. Deswegen kann ich die Regel auch gar nicht nachvollziehen. Also ich finde, dass gar keine zweiten Mannschaften in der dritten Liga spielen sollten. Eigentlich. Ich meine, okay, Spielpraxis schön und gut, Bayern München 1 oder was weiß ich, ne?
Aber es ist ja auch letztes Jahr, es waren viele zweite Mannschaften von den Bundesligamannschaften in der dritten Liga, aber letztes Jahr ist mit Bremen 2 die letzte auch abgestiegen, so wie im Jahr davor andere auch. Ne? Also es ist vielleicht schon besser so. Ne? Jungs, sorry, ich bin gerade fast eingeschlafen beim langweiligsten Thema aller Zeiten. Worüber wollen wir dann reden? Ja, worüber wollen wir reden? Wir können natürlich weiterhin über das Regelwerk von zweiter und dritten Mannschaften sprechen. Oder wir schauen uns einfach mal an, wie die Tabelle aktuell so in der dritten Liga aussieht und mal so ein bisschen Rückschau nach den ersten 6 Spielen. Das ist doch mal viel spannender, oder? Also so findet ihr. Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir das doch, ne? Also so ein 5,5 der Saison, richtig gerechnet, ja, ungefähr, haben wir jetzt hinter uns. Und Zeit für das erste Fazit. Nach 6 Spielen belegen die Löwen mit 10 Punkten den 4. Platz. Ja, wie ist Roman, wie ist deine Einschätzung? Hättest du das vor der Saison so vermutet oder ist das für dich ein überraschendes Ergebnis? Also mich überrascht schon in der Tat, dass wir so gut dastehen, weil wenn man sich überlegt, dass die ersten Spiele, also gegen VfL Osnabrück oder KFC Uerdingen, wir hätten tendenziell auch gewinnen können, dann würden wir wahrscheinlich auf Rang 1 stehen. Also das überrascht mich dann schon ein wenig, dass die Mannschaft sich so schnell und so gut gefunden hat. Also das ist schon sensationell und großes Kompliment an Daniel Bierhofka und an die Trainerstab, dass die so viel aus der Mannschaft rausgeholt haben, weil das ist schon sensationell. Ja. Markus, lebst du noch? Ja, es geht, es geht. Das war in der Himbeersaft, der hat. Der hat Zentos, ja. Entschuldigung, einen Moment bitte. Gottes Willen, Roman, schnell, wir sprechen schon weiter. Ja, also, ich bin sehr gespannt jetzt auf die kommenden Spiele, weil jetzt wird es ja auch ein bisschen ernst mit Hansa Rostock, dann Wien Wiesbaden und dann das Derby gegen Unterhaching. Da bin ich auch sehr gespannt. Unterhaching schätze ich zurzeit als die stärkste Mannschaft ein. Okay, die stehen jetzt auch Rang 1, aber wenn man sich so die Spiele von denen anschaut, dann muss man auch sagen, ja okay, da ist irgendwo ein Konzept dahinter. Die haben in der letzten Saison bereits gut gespielt, hatten dann einen krassen Einbruch in der Rückrunde, haben sich dann gegen Ende wieder gefangen und ja, sich auch sehr gut verstärkt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, 5000 Löwen werden dann beim Hachinger Sportpark vor Ort sein. Das wird ein cooles Derby. So, Markus, wir hoffen, du weilst noch unter uns. Oh Gott, Markus? Na gut. Anscheinend nicht. Stoßgebete nach Wien. Dann kretsch ich mal rein und übernehme mal. Ich bin auch positiv überrascht, also definitiv. Besonders über die gute Offensive. Also das war ja bis jetzt immer so irgendwie jahrelang so ein bisschen das Sorgenkind. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir mal wirklich so einen Knipser hatten, oder haben wir jetzt eigentlich auch gar nicht, also Grimaldi ist jetzt nicht der Knipser, sondern jemand, der halt Scorerpunkte sammelt wie Hölle, aber dass wir so eine starke Offensive haben, da kann ich mich schon lange nicht mehr dran erinnern und das freut mich ungemein, also es macht richtig Spaß, wieder Spiele zu sehen von den Löwen, das hatte ich schon lange Zeit nicht mehr, wo du oft dann auch ja, Krampfspiele hattest, das sieht spielerisch wirklich gut aus, auch gegen gute Mannschaften muss man auch sagen, ne? Also das ist jetzt nicht unbedingt, dass man sagt, okay, ist halt dritte Liga, vom paar Jahren, zweiten Liga waren auch härtere Gegner. Ich meine, wir haben hier wirklich auch gegen richtig gute Vereine gespielt, ne? Die auch alle samt Zweitliga-Vereine hätten sein können. Jetzt mal vielleicht Lotte ausgenommen. Und das stimmt mich doch recht positiv. Und ich tippe mal, also ich komme mit Tippen mal. Was glaubst du, wo wir am Ende landen? Fang du mal an. Soll ich anfangen? Na, ich bin wieder da, sorry. Ja, ja. Jetzt habe ich ein bisschen Husten gerade und ein bisschen krank die letzten Tage, aber geht schon wieder. Wir haben uns, warte, wir haben uns schon Sorgen gemacht und ich habe hier so ein schönes Gadget. Achtung, jetzt kriegst du von mir ein. Ach nee, das war nichts. So, das war der Roman, den ich gerade eben aufgenommen habe. Ah, okay. Wir tippen gerade, wo wir am Ende der Runde landen. Ja, Roman, fang du doch mal an, ich habe auch noch Zeit.
So ist es nicht. Ja, bei der letzten Folge habe ich ja bereits gesagt gehabt, dass ich einstelligen Tabellenplatz für realistisch halte und ich bleibe dabei, dass wir Sechster werden. Ach, haben wir das schon mal? Haben wir das schon mal getippt? Mm-hmm, das hatten wir. Was habe ich da gesagt? Ja, irgendwas ja, mit 13. Erster, glaube ich, oder? Erster? Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch so einstelliger Tabellenplatz, meine ich auch. Irgendwie relativ weit vorne. Ja. Naja, man kann ja zum Beispiel die nächste Zeit jetzt tippen. So, wie läuft es jetzt in den nächsten Spielen? Weil da kommen jetzt harte Brocken auf uns zu jetzt. Also ich korrigiere also, noch ganz kurz meinen Tipp und ich sage wirklich, dass wir aufsteigen werden. Oho, mutig, mutig. Also ich würde es mir, also ich hoffe es natürlich auch sehr, aber ich weiß auch nicht, ob der Aufstieg uns in dem Moment auch so gut täte. Weil er doch relativ viele offene Fragen. Ja, auch mit dem Stadion natürlich, ja. Genau, das ist eine große Problematik aktuell. Ach, wenn es soweit ist, ihr wisst doch, wie es ist. Also es wird doch jetzt nicht, wir werden doch nicht aufsteigen und dann heißt es, sorry, es geht nicht. Ach, da werden die doch Wege finden. Die werden doch Wege finden, dann dass das Grünwalder dann für ein, zwei Jahre eine Sondergenehmigung bekommt. Also da wird es immer, ich kann mir das beim also besten das Willen nicht vorstellen. Also das wird definitiv schon hinhauen, denke ich auch. Also dass es da eine Sondergenehmigung gibt oder so. Also zum Beispiel Holstein Kiel, die werden ja fast aufgestiegen. Haben dann die Relegation nicht gepackt, aber die haben ja auch die Sondergenehmigung dafür bekommen gehabt, dass sie in der Bundesliga spielen dürfen mit ihren 15.000-Mann-Stadion. Also das wird ja auch möglich sein. Ja, ja. Machen wir das doch auch. Gut, dann schauen wir nicht ganz so weit in die Zukunft, wenn wir also nächstes Jahr im zweiten Liga spielen, sondern schauen uns mal das nächste Spiel an. Da geht es gegen einen sehr schweren Gegner. Und zwar geht es gegen Hansa Rostock, die vor der Saison mit Sicherheit zu den Aufstiegsfavoriten gezählt wurden, auch mit zwei Ex-Löwen, Banovic und Bülow. Die, ich weiß nicht, wie es ihr seht, hättet ihr die gerne bei uns im Kader? Ja, Bülow schon irgendwo. Also der hat ja relativ viele Sympathiepunkte hier, nachdem er den goldenen Treffer gegen Kiel erzielt hat. Hätte ihn auch ganz gerne hier wieder bei uns gesehen, aber es hat halt nicht geklappt. Aber ich denke auch, dass er jetzt ganz gut bei Rostock untergekommen ist. Kommt ja auch ursprünglich aus der Ecke. Also ich werde mir jetzt wieder viele, viele Buhrufe und negative Kommentare einheimsen, aber ich bin froh, dass Bülow nicht bei uns ist, nicht im Team. Also es ist natürlich ein brutal sympathischer, auch intelligenter Spieler, der natürlich für ewig in die Geschichtsbücher gehört und auch ins Löwenmuseum einen eigenen Raum bekommen sollte für sein goldenes Tor. Wobei da ja 80% Valderrama zustehen würden eigentlich. Aber ich finde halt, dass Bülow dazu positiv gesehen wird. Also der hatte mit Sicherheit seine guten Momente, aber der hatte halt auch so viele haarsträubende Böcke in seinem Spiel. Ich weiß nicht, wie viele Spiele, die ich jetzt gesehen habe, die uns Kai Bülow gekostet hat. Auch gerade in der Innenverteidigung auf der 6 war es noch ein bisschen besser, aber ist für mich ein Spieler, der uns nicht vorangebracht hätte. Und ich bin deshalb ganz froh, dass dieser, ich sag's jetzt mal sehr provokativ, Kelch an uns vorbeigegangen ist. Das steht natürlich einem Kai Bülow nicht zu, so über ihn zu sprechen. Also der ist, oder mir steht es nicht so, über ihn so zu sprechen, weil er wirklich hochverdient ist und das auch zu Recht. Aber ich glaube, spielerisch hätte es nicht gereicht für die erste Mannschaft. Ja, wäre schwer geworden, definitiv, wenn man sich jetzt auch überlegt, dass Jan Mauersberger auf der Bank sitzt und wir mit einem relativ jungen Innenverteidiger-Duo auf Rang 4 der Tabelle rangieren gerade. Also es wäre definitiv sehr schwer für ihn geworden und er ist jetzt auch selber 32 Jahre alt und bei Hansa Rostock, da hilft er jetzt auch als Stammspieler. Also da merkt man halt schon, dass wir hier, denke ich, auch ganz gut damit gefahren sind, ihn nicht zu verpflichten. Klar, Sympathieträger ist er, aber da bin ich auch grundsätzlich bei dir, dass das ja im Grunde genommen eigentlich plausibel war, ihn nicht zu nehmen. Ja. Zumal wir auch mit Jan Mauersberger eigentlich auch einen relativ routinierten, guten Innenverteidiger haben. Also. Definitiv. Ja, aber wenn ich da noch was dazu sagen darf, mein Husten ist wieder ein bisschen zurückgegangen, es geht schon. Dritte Liga reicht für ihn auch noch, denke ich. Also ich glaube, da kann er auch immer noch was reißen und kann konstant was spielen. Aber ihr hattet schon recht, dass er immer
so nicht diese Konstante war, sondern ab und zu wirklich einen haarsträubenden Fehler immer reingehauen hat. Und das hat uns eigentlich nie gut getan, aber er hat dann auch mal das Tor geschossen, dann, dass wir nicht abgestiegen sind gegen Kiel damals. Na, eh ein Held dadurch ein bisschen und ich mag ihn auch. Und er war eigentlich jemand, der sich immer auch der Mannschaft untergeordnet hat und gespielt hat, wo ihn der Trainer hingesetzt hat und nicht gemault und nichts. Also sind schon solche Spielertypen braucht man schon, aber. Ja, aber wenn es darum geht, nicht zu maulen, sich unterzuordnen, müsste meine Oma ja links außen spielen. Es geht ja, naja, aber da oben noch ein bisschen mehr. Du willst damit sagen, dass das nicht wegredet, dass seine Qualität, ne? Also dass es jeder machen kann, aber er muss ja auch gut spielen dann. Ne? Richtig. Ja, aber ich sag mal, ich denke, vielleicht ist er in der dritten Liga ganz gut aufgehoben. Mittlerweile, vielleicht hat er am Anfang ja auch die zweite Liga auch noch gekonnt, aber ich meine, er ist in Rostock, wo er auch in der Jugend groß geworden ist, glaube ich, soweit ich weiß, oder? Ja, ich glaube schon, ja. Also das passt schon für den Kai, ne? Und der Mausberger macht ja auch Altersteilzeit bei uns ein bisschen mittlerweile. Also wie gesagt, ich halte da auch nicht so von so Rückholaktionen dann von in Anführungszeichen Helden, wenn halt das vorbei ist. Ja, klar würde ich jetzt einen Kevin Volland mit Kusshand nehmen, ja. Aber es bringt ja, keine Ahnung, wird jetzt auch nichts bringen, Paul Agostino zurückzuholen, wenn er mit 39 noch irgendwo kickt, ja. Wenn es einfach nicht mehr passt. Und nur aufgrund der Tatsache, dass er da halt für uns viele Verdienste erreicht hat, legitimiert halt für mich keine Verpflichtung. Anders ist das Thema natürlich, wenn man mal darüber spricht, ob man im Verein auf anderen Positionen Spieler einbinden sollte. Das ist ja auch ein sehr heißes Thema in Löwenkreisen. Da sehe ich zum Beispiel einen Kai Bülow als herausragenden Kandidaten, der auch meiner Meinung nach ein bisschen was zwischen den Ohren hat und da eventuell auch perspektivisch eine Rolle einnehmen könnte außerhalb des Fußballplatzes. Da definitiv sehe ich genau solche Leute prädestiniert für. Aber spielerisch, wie gesagt, bleibe ich bei. Bin ich ganz froh, dass es da nicht geklappt hat. Bei Stefan Vanevec ist es ein bisschen, bin ich da zwiegespalten. Also den fand ich früher wirklich gut, als er in jungen Jahren bei uns war. Kann mich auch daran erinnern, dass er wirklich auch noch ganz gute Freistöße geschossen hat. War für mich ein gutes Talent. Aber so richtig aus dem Quark ist er dann auch nicht gekommen. Nee, nicht wirklich. Wohin ist er dann von uns ausgewechselt nochmal? Nach Ingolstadt. Ingolstadt, ja, aber da konnte er sich auch nicht durchsetzen. Nee, also Ingolstadt war damals Bundesligist, der hat dann relativ lange halt im Prinzip in der zweiten Mannschaft gespielt. Dann ist Ingolstadt abgestiegen, dann war er immer noch keiner für den Kader und irgendwann ist er dann weitergezogen. Aber gerade bei Hansa Rostock hat er sich, glaube ich, schon etabliert jetzt. Ne? Also da ist er schon Stammspieler geworden, kann man, glaube ich, sagen, wenn man seine Historie sich da jetzt anschaut. Ja, also vielleicht hat er da die Richtung und Umgebung gefunden, um sich auch ein bisschen weiterzuentwickeln. Naja, viel Glück für ihn, aber nicht an diesem Samstag natürlich. Genau. Also es wird mit Sicherheit ein sehr, sehr schweres Spiel. Da haben die zweitmeisten Gegentore kassiert, Rostock, was überraschend ist. Mit Kai Bülow in Verteidigung. Hey, jetzt komm. Ja, es könnte ein torreiches Spiel werden. Ja, hör mal, Kai Bülow, der ist für mich, der könnte ein Robbenbaby mit einem brennenden Stacheldraht erdrosseln. Da würde ich noch sagen, Kai Bülow darf das. Der ist bei mir hoch im Kurs. Ja, der ist, kann quasi nichts falsch machen. Der ist aufgrund seines Tores ein Moment für die Ewigkeit. Übrigens ein Video, was ich mir ungefähr ich würde mal sagen, quartalsweise anschaue. Ja, es ist sehr, 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 sehr geil. Also unfassbar. Was ich mir sehr gerne anschaue, ist dieses schöne Finale der Horn Highlights. Bayern oder was? Fies. Ja, Bayern. Also wo sie gegen Chelsea verloren haben, im eigenen Stadion im Finale der Horn. Das baut mich auch immer ein bisschen auf, muss ich sagen. Es klingt jetzt zwar fies, aber es ist tatsächlich so. Ja, Schadenfreude ist ja manchmal auch das. Ja, das ist natürlich auch etwas. Ne? Also ich finde, das kann man sich, manchmal kann man sich das auch geben. Ja, und Roman, wo ins Fäustchen lachen. Wo surfst du so rum? Ja, also das schöne Tor von Kai Bülow schaue ich mir auch hin und wieder an. Genau, wie die Stimmung danach. Also die war ja sensationell. Also das war eines der
ja, das war das Highlight im Prinzip. Also so geil, was glaub, und so laut, was glaube ich damals nie in der Allianz Arena. Ja, das war auch die komplette Spannungskurve hin zu diesem Tor war halt unglaublich halt auch. Ne? Ja, vor allem. Das war also, halt echt so ein Ausbruch einfach nur. Ja, ne? Vor allem davor bist du eigentlich schon abgestiegen gewesen. Die haben 1-0 geführt und bis, ich weiß nicht, 82. Minute war da gar nichts. Also die haben ja 2 Tore gebraucht. Also unentschieden hätte denen ja nicht geholfen. Und ja. Achtung damals in der 82. Genau. Mit wahrscheinlich seinem besten Moment in 4 Jahren Löwentrikot. Ja, wahrscheinlich. Jetzt sagen wir nicht so kein Pilo. Okay, Daniel Adlung. Ich habe Daniel Adlung gesagt. Aber Daniel Adlung. Über den kann ich, okay, Daniel eine, Adlung. Kann ich aber auch ein Hasslied singen. Ja, Daniel spielt immer nach hinten Adlung. Ja, ja. Und ich weiß nicht. Er hatte halt kein gutes Passspiel leider. Er war auch motiviert und ist gerannt. Das hat ich weiß gesehen. Noch genau. Oh, ja. Ich habe 47 Trillionen Mal die Situation vor Augen, wie ein Freistoß aus 29 Metern Daniel Adlung mit so einem ganz langsamen Trab anläuft und den Ball so auf Oberschenkelhöhe in die Mauer knüppelt. Und das habe ich aber so oft gesehen, dieses Szenario. Und ach ja, da, nee. Ja, da habe ich mir halt auch immer gedacht, aber das muss der Trainer machen. Ne? Also da wird es doch einen besseren Freistoßschützen als Daniel Adlung geben. Komm, dann in der wir machen jetzt mal, wir machen es heute mal. Gedacht. Heute ist ja so eine Hate-Folge, ja? Merkt ja, okay, wir machen eine Hate-Folge. So, dann lasst uns mal drüber sprechen, wer war denn so euer Feindbild? Wir sprechen immer noch über Löwen, das sind alles natürlich die besten Menschen der Welt. Aber wenn ihr auf einen Spieler hättet verzichten können, der euch irgendwie immer zu Weißglut getrieben hat, wer war das denn? Ja, also ich meine, Rodri fand ich schon immer sehr anmaßend. Oh ja. Ja, also der hat, keine Ahnung, er hat sich aufgespielt, als ob er was weiß ich was wäre und richtig was geschafft hat er auch nicht, leider. Mhm. Ja, aber gut, das war natürlich auch mit Integrationssache von der ausländischen Liga. Ne? Aber ich muss auch sagen, dass Daniel Adlung mir tatsächlich auch immer den Appetit vergehen hat lassen, einfach durch seine Spielweise. Nicht durch der Typ, den er ist, ist er eh in Ordnung, ja, aber seine Spielweise war für mich einfach immer schrecklich mit anzusehen, weil du hast halt gesehen, wie er im Mittelfeld den Ball bekommen hat, hat er sich immer nach hinten gerichtet und dort den Ball hingespielt. Und wirklich die einfachsten Pässe, die man einfach nach vorne gesehen hat, schon tausendmal, die hat er einfach nicht gesehen oder nicht gemacht, ne? Und wenn dann Pass kam, dann war der immer irgendwie die Füße des Gegners. Also er war, glaube ich, verloren da auf dieser Position, aber dann auch wieder zu langsam für außen dann, weil er hat ja auch außen eine Weile gespielt. Und als er dann diesen Sechser die ganze Zeit gespielt hat, da war ich echt nicht sehr angetan. Nicht sehr angetan. Schlimmer ist ja, der war ja kreativer Achter, also das ist ja dann so, also die Bässe nach vorne. Aber tendenziell, wenn du da so in der 70. Minute das 1-0 machst und Daniel Adlung bringst, dann machst du nicht viel verkehrt, weil bis er den Ball auf die andere Seite gespielt hat, ist das Spiel auch wieder vorbei. Aber ich meine, er ist halt auch schon gut gewesen im Zulaufen von Leuten und ja, als er jünger war, war auch nicht so schlecht eigentlich. Ja, also ich glaube, der war auch außen aber auch eher, gell? Links außen? Ja, genau, da kam er ja damals ursprünglich als Daniel Halfe-Ersatz von Florian Hinterberger verpflichtet und die erste Saison war eigentlich bockstark, ja. Aber dann hat er irgendwie, also je älter er wurde und dann hat er irgendwie das Laufen verlernt. Naja, dann war es halt irgendwie blöd. Dann haben sie ihn in die Mitte gesetzt und naja. Also ich weiß noch, wer, was war ja eine Farce, war das. Also war Reisinger, weiß nicht, kennt ihr den noch? Ja, Reisinger. Stefan Reisinger von Wacker Burghausen kam er, glaube ich. Der hat 15, 16 Tore bei Wacker Burghausen geschossen. Also der klassische Fall wieder, also der ist das Löwensyndrom. Spielt scheinbar guten Fußball, kommt zu uns, kann überhaupt gar nichts mehr. Ich meine, ich kann mich noch an eine Szene erinnern, wo er, also natürlich irgendwie 0 Saisontor oder sowas, ne? Und dann noch irgendwie, dann hieß es schon, der hat irgendwie den Reisinger-Fluch und dann hat er irgendwie so eine Riesenchance von, ich weiß gar nicht von wem, aber von irgendjemandem vereitelt, also weil er im Weg gestanden hat, der irgendwie so auf der Linie noch angeschossen wurde. All das war schon schwer anzuschauen. Eigentlich wirklich ein guter Spieler, ne? Aber der ja, der hat ja sogar noch Bundesliga gespielt bei SC Freiburg. Also genau, ja.
irgendwie konnte er es dann doch, also naja. Ja, das war so einer, da dachte ich, oh. Dann noch Dennis Malura fand ich immer ganz schwierig. Dennis Malura, ja, der war... Der kam irgendwie aus der dritten Liga, da hat jeder mal gesagt, endlich mal einen guten Spieler aus der dritten Liga, das ist ja überhaupt ja, nicht... Ja, den haben sie damals in einem Testspiel gegen Erfurt gescoutet gehabt und haben sie gesagt, ja, cooler Rechtsverteidiger, den nehmen wir. Und dann hat er da irgendwie vor ein bisschen mehr Publikum gespielt und der hatte halt einfach Nervenflattern, also das ging halt gar nicht bei dem. Und ja, da hat er halt nur seine 2-3 Einsätze gehabt und dann war es vorbei. Dann ist er ja auch in der Winterpause wieder gewechselt und ja, war dann wieder in der dritten Liga glücklich und irgendwann hat er dann wieder zweite Liga gespielt. Irgendwann ging es dann doch wieder. Also, naja. Aber für mich, mein absoluter Mega-Hate, und jetzt schließt sich der Kreis, Saison 2000. Okay, jetzt bin ich gespannt. Saison 2010, 2011 sind wir nämlich mit der Innenverteidigung gestartet. Jetzt haltet euch fest, Quinianice, der ja auch gerne mal für einen guten Bock zu haben war, beziehungsweise auch Quinianice, wenn du nicht weißt, wohin mit dem Ball, knüppelt ihn auf die Tribüne. Ich weiß nicht, ob ihr euch an seine phänomenalen langen Bälle erinnern könnt. Daneben Kai Bülow. Und dann hatten wir Bell und Schindler, die waren noch sehr jung. Aygün war kam Bell auch hat sich eigentlich gut entwickelt. Ja, aber der war damals, der hat so am Anfang war noch nicht klar. Und dann hatten wir als Linksverteidiger hatten wir eigentlich Arne Feig. Nee, der kam ein Jahr, der kam ein Jahr später. Ich weiß auch nicht warum. Wir hatten Eke Uzoma. Der hat aber irgendwie nicht funktioniert. Und dann kam Rainer Maurer auf den glorreichen Gedanken und hat Stefan Bug. Weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Ja, Stefan Buck, auf Linksverteidiger gestellt. Und das war natürlich die absolute Hölle. Also Stefan Buck, der schon fußballerisch arg limitiert war, dann auf die Linksverteidigerposition zu beordern. Oh, das war ein Kraus. Also spielerisch und ganz. Und das Offensivspiel war auch sehr interessant. Also, wenn Buck da angelaufen ist, dann so, er stand so irgendwie 1-2 und dann rennt er so an. Nach 5 Minuten hat er dann so die Mittellinie erreicht, genau. Und geht weiter und dann, ja, das war schon traurig irgendwo. Ja, das war nicht. Der ist zur zweiten Mannschaft von Bayern gewechselt, oder? Ja, so hatte ich das noch irgendwie so. Und noch relativ gut verdient anscheinend. Ja, und auch so alt war er dann auch noch nicht, aber er hat sich halt zur Ruhe gesetzt sozusagen mit einem chilligen zweite Mannschaftsjob. Naja, das soll er machen. Ne? Was soll er machen? Soll jeder machen, wie er will. Aber habt schon recht, das Stefan Buck war wirklich nicht schön anzusehen. Ne? Aber tatsächlich Arne Feig, ich meine, er ist richtig gut gewesen dann danach bei Heidenheim, ja, Stammspieler lange Zeit, vielleicht jetzt immer noch, ich weiß es gar nicht, ne, aber irgendwie hat der nicht funktioniert bei uns auch. Nee. Es war echt schlimm, was der an Ballverlusten hatte und alles und man hat immer auf ihn geschaut und sich gedacht, boah, jetzt macht er gleich wieder was falsch. Ja, aber davon gibt es ja wirklich, 20 ist untertrieben, davon gibt es ja 50 Beispiele von Spielern, die bei 60 nicht funktionieren. Und woanders sofort funktioniert. Sofort. Aber wisst ihr, was das Traurigste daran war? Hm? Dann haben sie den Verein gewechselt zu Heidenheim oder irgendeiner anderen Mannschaft und dann schießen sie dich 1-0 ab und der Arne Feig macht dann das Tor oder ja, so. Ja, das ist einfach so. Warum er? Ja, es gibt manchmal so Szenarien. Zum Beispiel, jetzt spielen wir gegen Rostock. Ja? Jetzt habe ich 45 Minuten lang Hasslied auf die fußballerischen Qualitäten von Kai Bülow gesungen. Ja, menschlich, wie gesagt, mich festhalten. Toller Kerl, aber fußballerisch für mich zu limitiert. Es gibt jetzt kein anderes Szenario als dieses, dass Kai Bülow gegen 60 ein Tor machen wird. Also es gibt keine andere Möglichkeit, als dass genau jetzt dieser Fall eintritt. Also könnt ihr die Uhr nachstellen, Odset, Tipico, wo auch immer ihr wetten wollt, Kai Bülow wird mit Garantie ein Tor gegen uns machen. Ein Eigentor. Das wär's. Das wär andersrum so, wenn er bei uns gewesen wäre. Er hat ein Eigentor im letzten Spiel gemacht, aber das war wirklich komplett angeschossen, da konnte er gar nichts machen. Also ich habe auch die zweite Halbzeit von dem Spiel gesehen, Rostock gegen Meppen war das, glaube ich, das letzte Spiel. Ja, genau, gegen Meppen. Ne? Also da waren sie schon konstant überlegen, kann man sagen. Die Meppener haben es versucht, aber nicht geschafft. Ne? Und lockeres 3-1 nach Hause gefahren. Und es fehlen ja auch noch zwei gute Spieler, die noch zurückkommen, soweit ich das gelesen habe. Naja, schauen wir mal. Thema hatten wir schon abgehakt. Was, Roman, was hast du zum Beispiel noch? Oder wen hast du noch? Wir machen ja eine Hassrunde. Genau.
Ja, wen ich nicht besonders mag, war Arne Falk. Das war so der Kandidat, aber über den haben wir auch zu Genüge und zuhauf gesprochen. Und ja, im Sturm hat mich früher auch immer der Reisinger genervt gehabt. Mhm. Also das war ja auch so einer, naja, der ging gar nicht. In der Abstiegssaison, also als wir abgestiegen sind und dann in der ersten Saison, als wir im Grünwalder gespielt haben, da hatten wir einen Rechtsaußen oder Linksaußen, ich weiß es auch nicht mehr genau, der hieß Gebhardt. Der hat krass Marco Gebhardt. Ja, der hat so heftig schlechte Flanken geschlagen, also das war ja Wahnsinn, der steht... Der läuft sich irgendwie frei, der schlägt eine Flanke, also keine Ahnung, in Zeiten aus. Also, ich weiß auch nicht. Also, mit einem etwas effizienteren wären wir wahrscheinlich aufgestiegen. Da haben wir auch so Leute gehabt wie Komoljenovic. Ja, das war auch so ein Kandidat. Oder Erol Bulut. Ich glaube, der war Rechtsverteidiger und nee, Linksverteidiger. Auf jeden Fall eine Außenverteidigerposition, der war ja auch so daneben. Aber der hat mal ein Tor gemacht gegen Dynamo Dresden, das 2:0. Das war ziemlich lustig. Ja, lustig. Ja, schon lustig. Ja, wir hatten schon krasse Kanonen bei uns. Also, was wir da für Spieler hatten. Ich dachte euch doch der Name Achim Pfuderer etwas. Ja. Ja, oder Guido Gorges. Oh, ja. Oh, der sagt mir auch noch was. Uwe Ehlers. Ja. Könnt ihr euch noch an das Jahr erinnern, als wir den Chinesen hatten, Jay Shao? Ja. Mhm. Aber der war wenigstens schlecht. Finanziell ja. Lukrativ. Also für den haben wir, glaube ich, 2 Mille Ablöse gezahlt und das hatten wir innerhalb von einer Saison wieder durch irgendwelche chinesischen Verträge wieder drin. Ja. Und in der Bundesliga war er noch irgendwie erstaunlich gut. Also. Ja. Ja. Aber jetzt mal vielleicht zu den Leuten, die auf dem Platz stehen, ne? Sondern die immer an der Seitenlinie stehen. Wer war euer Lieblingstrainer sozusagen? Also eher das Gegenteil von dem, der Hasstrainer überhaupt, den ihr bei 60 gesehen habt. Ja gut, der schöne Falco ist natürlich immer ein Kandidat. Ne? Natürlich, der hat sich den ersten Platz wohl redlich verdient. Also ich glaube, drüber kommt keiner. Wie war die Geschichte? Er hat irgendwie der Wirtin vom Dovenstübel irgendwie ein Taschentuch geschickt oder so? Ja, das gab's war da nicht irgendwas Geschichte? Irgendwas war da in der Art, ja. Er hat seine Zeche nicht gezahlt. Ja, der hat seine Zeche nicht gezahlt, das hat sie gesagt gehabt. Und als dann irgendwann 60 abgestiegen ist, hat er dir ja ein Taschentuch geschickt oder sowas. Irgendwas war da in die Richtung. Ja, irgend sowas, ne? Ja, echt komisch. Ja, großes Kino. Ja. Ich finde, also rein menschlich kam ich mit Marco Kurz, also hört sich an, als würden wir uns nicht verstehen. Also, kenne ihn ja nicht, aber das ist so ein Trainertyp, mit dem ich halt nichts kann. Ja? Also wir haben hier in Koblenz. Also Marco Kurz kommt mir, wenn ich da kurz was sage, kommt mir immer so vor, als ob er voll intensiv auf den Platz starrt. Aber er denkt nicht nach darüber, was er gerade macht. Also er starrt einfach nur. So kommt mir das immer vor. Ja, mir klingt jetzt ein bisschen fies, aber Entschuldigung, Marco, wenn du zuhörst. Das ist natürlich überhaupt nicht persönlich gemeint. Das war ein bisschen ein Scherz. Aber ich finde, er starrt so hin und man sieht einfach nichts denken, so ungefähr. Also ich wollte gerade sagen, wir hatten hier in Koblenz jahrelang Patrick Sander. Und der ist ein ähnlicher Kandidat. Also so jemand, der gefühlt am Sport keinerlei Freude hat. Also ich glaube, wenn du 7-0 gegen Dortmund gewinnst und dann ein Interview mit Marco Kurz führst, dann denkst du, es wäre Weltuntergangstag. Ne? Also der ist, ich bin jemand, ich glaube eher so an das Positive und an ein bisschen positivere Gedanken in irgendeiner Form. Und das war irgendwie bei Marco Kurz anders gefühlt. Ob das so stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Ich war damals auch noch ein bisschen jünger und habe das vielleicht ein bisschen falsch eingeschätzt, aber so kam er bei mir rüber. Und die Trainer zum Beispiel, die jetzt verantwortlich waren für das letztliche Ende in letzter Zeit, wie Vitor Pereira zum Beispiel? Ja, rückblickend betrachtet irgendwo Trainer des Jahres, weil nur dadurch sind wir jetzt im Grünwalder. Also irgendwie hat es doch was Positives. Schon irgendwie.
Ich fand ihn eigentlich auch witzig irgendwo als Person und als Charakter, aber das ist halt mehr in dem Sinne, dass ich wahrscheinlich gerne Fernsehserien mit ihm gesehen hätte, als dass er bei 60 Trainer ist, ne? In dem Sinne, aber ja, ist halt vollkommen in die Hose gegangen. Also ja, ich mache mich jetzt, komm, jetzt ruiniere ich alles, mein komplettes Standing. Ich mag den. Also ja, klar ist der halt negativ behaftet, ne? Aber der hat zum ersten Mal irgendwie seit Jahren hat der Mann versucht, ein modernes System zu spielen mit seinem 3-5-2. Mir hat das auch eigentlich gut gefallen. Und ich sage auch nach wie vor, dass der Kader wirklich eigentlich gut war. Und hätten wir die Klasse gehalten, bin ich mir sicher, dass wir mit dem Kader echt eine große Rolle hätten spielen können. Es war halt unfassbar viel Turbulenz außenrum. Das tat mir dann auch ein bisschen leid für den guten Herrn Pereira. Der hat auch überall, wo er bis jetzt war, Erfolg. Ja. Auch wieder das Löwensyndrom. Ich glaube, da war der Druck von außen auch viel zu schnell hochgehen, anstatt so einem Mann dann auch mal vielleicht ein, zwei Jahre Zeit zu geben, wurde alles umgeworfen, komplett einen neuen Kader geholt. Und das war natürlich dann der Todesstoß hinterher. Ich halte ihn nach wie vor für einen guten Trainer und so ein bisschen, so ein ganz kleines bisschen hat mir auch das Herz geblutet. Aber ich sag mal, das ist dann natürlich umso schöner belohnt worden, dass wir dann mit Daniel Bierhoff den besten Trainer der Welt bekommen haben. Ja, das kann man sagen. Ja, also es ist tatsächlich, man hat vom Gefühl her, könnte man kein negatives Härchen an Daniel Bierhoff gerade finden, kommt mir so vor. Auch wenn man immer kritisieren sollte, damit es weitergeht, ne? Aber man merkt einfach bei Daniel Bierhoff, selbst wenn man irgendetwas Defizitäres sozusagen sieht an ihm, dass er daran arbeitet, glaube ich, auch als Mensch und Trainer und professioneller Sportler, ne? Ich denke übrigens, dass Daniel Bierhoff sehr selbstkritisch ist. Also ja. Ja, genau. Stellt vieles in Frage, er hinterfragt sehr viel und er ist ein junger Trainer, er lernt immer noch dazu und das merkt man auch. Und er verbessert sich kontinuierlich und ich bin guter Dinge, dass er hier 60 wieder auf Vordermann bringt. Und ich hoffe, dass er noch sehr, sehr lange hier bei uns bleiben wird. Das hoffe ich auch. Und ich glaube aber, das ist auch wirklich einer von den ganz wenigen Spielern, Trainern, allgemein Beteiligten im Fußball, der wirklich auch eine große Vereinsliebe hat. Und das sehen wir bei sehr vielen anderen, die dann doch dem Geld hinterherrennen. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ein Bierhoff, wenn er jetzt ein Angebot kriegen würde von Schalke, von keine Ahnung wem, dass Bierhoff bei uns bleiben würde. Ich glaube es wirklich. Auch wenn es vielleicht ein bisschen zu romantisch ist, die ganze Einschätzung meinerseits. Aber ich glaube, wirklich dran. Ja, es ist halt auch mit seinem Vater, natürlich war der auch bei 60 Jahre lang ja. Ne, Trainer und das prägt einen, glaube ich, auch schon als Kind, wenn man da schon so einen Kontakt dazu hatte. Ne? Und es ist vielleicht seltener als bei manchen anderen auch Spielern, die für 60 gespielt haben und voll mit Herzen dabei waren, aber ich glaube, er ist halt echt damit groß geworden so. Ich will ihm da natürlich auch nicht seine eigene Sicht auf die Dinge da absprechen, aber das ist so mein Eindruck, dass er halt einfach von klein auf das alles mitbekommen hat und deswegen eigentlich das so sein Leben schon immer war und sein wird. Ne? Ja, das kann natürlich auch schon ganz gut sein, aber der Punkt ist halt auch der hat hier bei 60 so eine einmalige Chance, hier irgendwas aufzubauen. Also der kann schalten, walten, wie er will. Der kann sagen, du, ich will den Spieler, ich will den Spieler. Jeder hört auf ihn und diesen Status als junger Trainer, den hast du nicht überall. Also da gibt es auch andere Vereine, wo du nach zwei Niederlagen total in Frage gestellt wirst und dann den Hut nehmen musst. Siehe Nebenstraße oder so. Also da hat er hier auch natürlich auch eine große Chance und ich denke, er weiß es auch und er weiß es auch zu schätzen und er wird von den Fans geliebt, vergöttert und ja, eben, ne? Es ist auf jeden Fall für unsere Hassfolge jetzt ein bisschen zu positiv geworden. Deshalb möchte ich noch zum Abschluss einen Namen in den Raum werfen. Und ich bin mir sicher, dass Markus wieder in ganz krasse Hustenanfälle verfallen wird, wenn ich den Namen sage: Chunli Pagenburg. Nee. Wie, nee? Also vielleicht für die Chunli Pagenburg nicht kennen, also der hat nichts gerissen bei uns, außer DFB-Pokal gegen die Bayern, 120. Minute in Ribéry im Strafraum zu fällen, nachdem er 4 Minuten vorher eingewechselt wurde.
Ja, aber das ist, glaube ich, gerade so eine Zeit, wo ich mich nicht ganz so intensiv beschäftigt habe mit 60, ne? Also ich habe eigentlich wieder so richtig jedes Spiel und jeden Spieler gekannt ab 2005 oder 2002 oder sowas. Also wo Rainer Maurer Schauner, glaube ich, an die Macht gekommen ist. Ja, aber das war ja 2008 über das frühe Spiel. Yeah. 2008? Ja, nochmal. Ja. Hagenburg. Chun-Li Hagenburg, halb Kambodschaner, Kambodschi. Kambodschese. Ich komme mir gerade vor wie in der Schule, ne? Wo man abgefragt wird zu irgendwas. Ja. Das sind aber erhebliche Bildungslücken. Ja, spielt nicht mehr. War vorher dann bei FSV Frankfurt, interessant. Ja, 5 Spiele für 60 hat er gehabt. Das soll ich mir merken. Ja, dass der damals. Ja, erzähl mal deine Geschichte. Dass der den, ja, also dann 120. Minute, Spiel unseres Lebens gegen Bayern, 0-0. Und dann fällt er den Ribéry und im Tor damals Schauner, war das Schauner vor 10 Jahren? Hm. Ja, ich meine, das Schauner, kann sein. Dann schießt der Ribéry den ersten Elfmeter, trifft. Und ich schon, war das nicht Benjamin Schwarz, der ihn gefällt hat? Nein, das war schon die Bank. Benjamin Schwarz hat gelb-rot gesehen. Gelb-rot gesehen, ja. So, weil der Ribéry dieser. Ja. Oh, ich muss gerade mal zur Technik fragen. Haben wir eine Jugendfreigabe? Darf ich Schimpfwörter sagen? Also zu Frank Ribéry. Frank. Den, ja. Also auf meiner absoluten Todeshassliste ist es ein ganz enges Rennen zwischen Uli Hoeneß und Frank Ribéry. Auf jeden Fall, der lässt sich ja erstmal so schauspielerisch fallen. Da wollte ich noch mal einwerfen. Also da gewinnt der Uli Hoeneß um Längen. Aber der Ribéry, egal. Auf jeden Fall lässt er sich fallen, gelb-rot. Und dann letzte Minute grätscht Chun-Li Hagenburg, halt nie irgendwie gesehen, warum auch immer er eingewechselt wurde, grätscht dann quer die Strafraumkante entlang und fällt dann Ribéry. Es gibt Elfmeter. Ribéry trifft, ich mich schon zu Tode geärgert, da wird der Elfmeter wiederholt. Und dann, 120. Minute, Derby 60 gegen Bayern, macht er diesen Lupfelfmeter. Kennt ihr den, wenn man so den Ball nur so ganz minimal so anschippt? Boah, bitte erinnere mich nicht daran. Das war so traurig. Ich meine wirklich, also ich habe schon ein paar Dinge kaputt gemacht bei Löwenspielen. Ich habe einmal wirklich, hört sich an, als wäre ich jetzt mega der Hulk, bin ich natürlich nicht, ja, aber ich habe einmal einen Couchtisch kaputt gehauen. Also es war, ich muss dazu sagen, war so ein günstiger Ikea-Couchtisch. Wo ich mit der Faust so draufgehauen habe und da ist so vorne so das Holz ein bisschen aufgeplatzt. Und ich meine, irgendwas habe ich auf jeden Fall bei diesem Spiel auch gefetzt. Ich meine, es war die Fernbedienung, die ich dann vor lauter Wut dann aufgrund dieses Elfmeters auf den Boden geworfen habe. Also, lieber Frank, wenn wir uns mal sehen, für diesen arroganten Elfmeter gibt es noch eine schöne Rückhand meinerseits. Oh, also, liebe Löwenfans, das ist auch der gute Aufruf. Wenn ihr das wollt und wenn ihr das möchtet, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns ein Like oder einen Kommentar da lasst oder im Idealfall ein Plakat von uns ausdruckt und bei den Nachbarn in den Briefkasten schmeißt. Hauptsache, wir kriegen noch den einen oder anderen Hörer dazu, möchten uns aber auch wirklich bei den vielen treuen Hörern, die wir schon nach so kurzer Zeit haben, bedanken. Das Ganze ist ja hier auch keine Mathe-Nachhilfe, sondern ein bisschen interaktiv. Das heißt, ihr dürft auch gerne Kommentare und Fragen unter unsere Videos, unter Facebook oder WhatsApp oder wo auch immer ihr uns kontaktieren wollt, jagen. Wir freuen uns da sehr über jede Art von Kritik, über jede Art von Lob. Wer dem Markus Himbeersirup schicken möchte, kann das natürlich auch gerne tun. Die Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage. Ansonsten denke ich, haben wir alles gesagt, was gesagt werden musste. Wir freuen uns auf 3 Punkte gegen Rostock und wünschen euch allen Löwen eine schöne Restwoche. Kommt gut ins kommende Wochenende und dann gibt es viele Löwenspiele und wieder neue Folgen von Löwenblau. Roman, vielen Dank. Markus, vielen Dank. Wir hören uns. Danke. Ciao. Servus.